Hallo, grüßt euch. Ich möchte euch einen kleinen Crashkurs bieten für die Backend-Module in Joomla Version 4. Ich bin Christiane Meyer-Statter aus München und begeisterte Joomla-Anwenderin und programmiere auch gelegentlich. Was ich jetzt bringe, ist an die Zielgruppe von mehr oder weniger Anfängern gerichtet, an Leute, die wissen wollen, was wir in einem Backend anstellen können und wie wir selber Module programmieren. Hier ist gleich mein Disclaimer. Ich bitte euch, Fragen erst am Ende zu stellen. Da wird mir dann der Benjamin hilfreich zur Seite stehen. Was ich jetzt programmiere, ist nichts irgendwie Ungewöhnliches. Es ist teilweise aus vorhandenen Joomla-Modulen zusammengesetzt und nichts, was irgendwie mit JavaScript oder mit speziellen Programmiertechniken zu tun hat. Dazu muss ich noch sagen, dass die Joomla-Version 4 im Alpha-Stadium ist. Es trifft mich immer wieder, dass ich auf einen Fehler stoße. Ist mir gerade passiert. Und dann müssen wir das eben irgendwo melden, Pages schreiben und beim zukünftigen Pizza Bug and Fun Event wieder testen. Joomla bringt in der Grundausstattung Dashboards mit und eine Menge von Modulen für Backend und Frontend. Was in der Version 4 neu ist, das sind die Module. Das sind die Dashboards, also zu den großen Joomla-Blöcken, Content, Users, was haben wir noch? Gibt es einzelne Dashboards, die man mit Modulen bestücken kann. Der Sinn der Sache ist nicht nur, dass man sich selber als Webdesigner die Arbeit erleichtert, sondern dass man dort den Kunden Daten zur Verfügung stellt, Übersichten zur Verfügung stellt. Der erste Schritt, wenn man das Dashboard verändern will, wird natürlich sein, dass man Module, die man nicht haben möchte, einfach deaktiviert. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, neue Module hinzuzufügen. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man diese Sache aufbaut. Dabei muss ich gleich darauf hinweisen, dass hier ist ein Fake-Modul. Es ist einfach ein Image. Ihr braucht also keinerlei Hoffnung oder Befürchtung haben, dass ich jetzt mit JavaScript daherkomme. So. Was wir noch berücksichtigen müssen, ist, dass die Seite barrierefrei ist. Und wenn ich jetzt was entwickle, dann muss ich diese Barrierefreiheit natürlich weiterhin aufrechterhalten. Aber jetzt schauen wir erst mal, ich arbeite hier mit etwas erschwerten Bedingungen, weil ich an meinem PC nicht sehe. möchte ich trotzdem versuchen, euch das jetzt fortzuführen. Die gute Nachricht ist erstmal, was in 3.9 sauber programmiert ist, geht auch in der Version 4. Es gibt aber in der Version 4 ein paar neue Konzepte, die in der Version 3.9 so nicht einsetzbar sind. Darauf werde ich hinweisen, das ist aber nicht so viel. So, jetzt schalte ich um. Auf meine Entwicklungsumgebung. Fangen wir mal damit an, was ist jetzt eigentlich ein Modul? Das aller primitivste Modul besteht aus einem Manifest-File. Ein Manifest-File ist eine Ladeliste sozusagen. Es beschreibt, was in das Modul hineingeladen wird, welche Dateien, wo die stehen
und beschreibt den Inhalt insgesamt. Wenn ich also ein Modul schreibe, kommt als erstes diese Definition der Extension selber. Und alles, was ein Modul im Backend von einem Modul im Frontend unterscheidet, ist diese Definition hier. Wenn hier Client Administrator steht, ist das fürs Backend. Würde hier stehen Client Side, ist das fürs Frontend. Das ist alles. Man kann aber kein Modul für beides einsetzen. Wenn ich ein Modul an beiden Stellen haben will, im Backend und im Frontend, muss ich eben zwei Module machen. So, die übrigen Angaben, Name, Autor, Creation Date, sind weitgehend selbsterklärend. Der Name entspricht dem Verzeichnisnamen. Und damit das Modul überhaupt irgendwas tun kann, brauche ich natürlich das Modul selber. Also wieder eine Datei mit dem Verzeichnisnamen. Das hier ist das einfachste Denkbare, was ein Modul enthalten kann. Die Defined-Klausel und irgendwas, ein Echo, irgendwas. Wenn ich dieses Modul jetzt installiere, dann kommt nichts weiter heraus als Willkommen beim Joomla.de in Gießen. An diesem Schritt werde ich das noch nicht machen. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Denn sinnvoll ist so ein Modul ja eigentlich nicht. Das könnte ich viel leichter haben, wenn ich ein Custom-Modul nehme, also ein benutzerdefiniertes Modul und dort hineinschreibe, Willkommen beim Joomla.de. Dann habe ich genau dasselbe, ohne Programmieren. Sinnvoll ist es dann, wenn man zumindest eine Ausgabe hat. Das ist so eine Standardkonstruktion, dass man Ausgabe trennt von der Verarbeitung und vom, ja, sagen wir mal, Controller. Dazu braucht man ein Template-Verzeichnis und darin die eigentliche Ausgabedatei. So, das wäre jetzt schon mal ein Modul und ich kann das mal installieren. Also die übliche Methode, das Modul zu installieren, geht einfach über dieses ZIP-File. Schauen wir mal. Ah, da habe ich einen Fehler im XML-File gemacht. Mensch, das ist Programmieren.
Siehst du was? Ist jetzt egal, ich zeige euch einfach das Modul, wie es schon installiert ist. Hier habe ich das Modul bereits installiert und habe das jetzt in der Extension, in der Tabelle Extensions. Dieses ganze Manifest-File ist ja nur dazu da, um durch den Installer die Daten zu der Extension in die Tabelle Extensions einzutragen. Das hat der Installer gemacht. Also er nimmt dieses Manifest-File, liest es durch und trägt in die Tabelle Extension alles ein, was man braucht, um das Modul zu benutzen. Wenn jetzt das Modul erstmal installiert ist, dann habe ich es in dem Verzeichnis für Module. Und dort kann ich jetzt einfach weiterarbeiten. Da brauche ich jetzt nicht mehr neu installieren, sondern es steht hier in dem XML-File, dass ich mit Methode Upgrade arbeite, dass es ein Administrator-Modul ist, alles, was man braucht. Und der Rest ist hier an der Stelle nicht mehr interessant. Ich kann jetzt einfach neue Verzeichnisse einfügen, wegnehmen, Daten ändern. Und das habe ich hier auch gemacht. Das erste war, ein Template-File aufzubauen und dort eine Ausgabe zu programmieren. Im nächsten Schritt, an der Stelle, hatte ich hier einfach Hallo geschrieben als hartcodiertes Wort. Das ist natürlich schlecht. Wir arbeiten grundsätzlich bei Joomla mit Language-Files und mit Textdateien. Im nächsten Schritt ändere ich also dieses hartcodierte Hallo in einen Language-Key. Dieser Language-Key enthält zusätzlich einen Namen, denn ich möchte den User mit seinem Namen ansprechen. Den Usernamen bekomme ich ganz einfach über einen Aufruf der Factory-Klasse. Mit der hole ich mir den User und nehme den Namen des Users für die Ausgabe. Mit Text lasse ich diesen Text übersetzen. Mit sprintf füge ich den Namen des Users in diesen Language Key ein. Der schaut dann so aus. Das ist meine Language-Datei, nicht die echte. In diesem String ersetze ich das S, %S, durch irgendeinen Parameter, den ich dieser Klasse Text mitgebe beim sprintf. Das schaut dann so aus, Hello User, Joomla User ist der Name.
Und als nächstes will ich jetzt dieses Hello Joomla User ein bisschen mit CSS aufhübschen. Ich habe ja ursprünglich gesagt, ich mache das für meinen blinden Redakteur. Dem ist das Herzchen völlig egal. Aber den Sehenden eben nicht. Die haben auch gerne ein bisschen ein paar Icons dabei. Ja. Das ist alles, was ich dazu zu tun habe. Ich mache eine Klasse außenrum um diesen Text und setze mit Span ein Herz davor. In Joomla Version 4 haben wir Font Awesome zur Verfügung. Wir nehmen also einfach das Icon. Dann brauche ich kein Bild und kein Bild hochladen. Ich könnte jetzt natürlich an der Stelle auch ein Image einsetzen. Habe mich aber jetzt dazu entschieden, dieses Font zu verwenden. Wenn ich so ein Font einsetze, habe ich schon gesagt, interessiert es die blinden User überhaupt nicht. Deshalb verstecke ich das für die Blinden. Wenn es relevant wäre, würde ich es mit dazu nehmen, mit stehen lassen und mit einem Alttext versehen. Dann kommt der Name. Was jetzt eigentlich schon ausreichen würde, um das Herz zu zeigen. Aber das war mir da ein bisschen zu langweilig. Und ich wollte dieses Herz gerne ein bisschen pulsieren lassen. So was kann man dann mit CSS machen. Wenn ich in meinem eigenen Modul mein eigenes CSS-File verwenden will, dann gehört das in den großen Folder Medien. Ich benötige also ein CSS-File. Dieses CSS-File schreibe ich in ein Verzeichnis Media, dort im CSS und nenne es Template-CSS. Wenn ich das später installieren will, dann kommt das auch in meine Ladeliste, in meinen Manifest-File. Ich will im Folder Media mit der Destination Mod A, mein Modul, einen Folder CSS anlegen. Da ist der Folder. Der Installer liest also das Manifest-File, liest, ich möchte ein Verzeichnis in Media anlegen und das tut er auch. Hier ist das Manifest-File. Und das enthält die CSS-Definitionen, die ich gebraucht habe, um dieses Herz pulsieren zu lassen. Ich habe dann doch die Überschrift etwas größer gemacht, die Schrift etwas größer gemacht. Ich habe das Herz eingefärbt mit der Farbe von diesem Joomla-Logo, habe ihm eine Größe gegeben und habe eine kleine Information angefügt.
Das war also das Ergebnis. Und das hatte ich bis jetzt, diese Überschrift und dieses Herz. Das ist insgesamt jetzt noch nicht besonders aussagefähig und könnte man immer noch einfach mit einem Custom-Modul machen. Was ich jetzt weiter erreichen wollte, das war, für meinen User die Information zu geben, wie viele Artikel hast du in welcher Kategorie geschrieben? Natürlich kann man das herausfinden, wenn man jetzt in die Artikelübersicht geht, dort nach Kategorien filtert und das Ergebnis abzählt. Aber es schaut auch hier gut aus und könnte natürlich gerade für einen Blinden einiges an Klickerei ersparen. Um das jetzt zu erreichen, geht es weiter. Wir haben jetzt das Modul selber, wir haben Text. Wir haben diesen Text mit CSS etwas angehübscht. Und jetzt brauchen wir also erstmal noch einen Inhalt. Wie ich schon gesagt habe, kennen wir in Joomla konsequent überall den Inhalt vom Layout und von der Steuerung, sage ich mal. So, also Layout haben wir im Ordner Template und jetzt kommt ein neuer Ordner dazu, das ist die Helper-Klasse. Das ist jetzt was Joomla V4 von der Joomla V3 unterscheidet. In der Version 3 würde ich jetzt einfach eine Datei helper.php schreiben und fertig. Es funktioniert auch immer noch. In der Version 4 ist es aber korrekt, Verzeichnisse, die Klassen enthalten, mit Großbuchstaben anfangen zu lassen. Das ist was Neues und damit kann man dann auch das Namespace-Konzept verwenden. Die eigentliche Helper-Klasse kommt also dann in dieses Verzeichnis rein. Jetzt habe ich das Zauberwort gesagt, nämlich Namespace. Das ist etwas, was Joomla Version 4, das kann man jetzt nicht so sagen, es ist ein bekanntes PHP-Konzept, das es schon lange gibt und das Joomla in den letzten Jahren sich immer mehr angenähert hat. In Version 4 wurde also dieses Namespace-Konzept konsequent durchgezogen. Und deshalb habe ich das auch hier in diesem Modul verwendet. Der Namespace selber meines Moduls, ist in dem Manifest-File festgelegt. Das ist also mein Modul A. Verwendet wird es dann in meiner Moduldatei, wenn ich die die Helper-Klasse für mein Modul aufrufe. Der Sinn dieser Sache für den ganzen Namespace ist uns das Laden, das Nachladen oder das Laden von Klassen zu ersparen. Bisher mussten wir immer, wenn wir eine Klasse haben wollten, das erst mit gimport nachladen lassen. Und beim Namespace löst PHP das von diesem Verzeichnisnamen auf und kommt dann direkt zu der betreffenden Klasse. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, also ich jedenfalls. Wenn man das aber konsequent einsetzt, dann spart man sich die ganzen
die ganze Laderei von Modulen und Klassen und Hilfsklassen, was man sonst hat. Wenn wir also jetzt im Helper drin sind, dann geben wir hier wieder die Klassen an, die wir verwenden. Wir haben hier unsere Klasse definiert. Und dieser ganze Sums, den ich jetzt erzählt habe, führt dazu, dass Joomla diese Klasse findet. Ohne dass ich irgendwo sagen muss, lade diese Klasse. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, in Joomla mit Daten, sich Daten herauszuziehen. Eine davon ist, dass man ein Model von Joomla verwendet. Ja. Joomla hat ja viele Komponenten und jede Komponente hat ihre eigenen Models. Wenn ich Daten brauche, die so ein Model zur Verfügung stellt, dann kann ich es mir sparen, selber irgendwelche Datenbankzugriffe zu schreiben, sondern kann so ein Model holen. Die Application stellt dafür eine Methode zur Verfügung, die es in der Version 3.9 nicht gab, soweit ich weiß, oder? Das Boot-Komponent. Mit Boot-Komponent kann man sich ein Model holen, in dem Fall wäre es das Modell, das Model Articles. Für Administrator. Und dieses Model hat ja verschiedene Methoden. Eine davon ist getItems. Diese Methode könnte ich verwenden, wenn ich nur die Filter der Klasse, Artikel der Klasse des Models einsetze. Das ist ist eigentlich sehr einfach, geht schnell, ist sicher, ist zuverlässig, ist getestet. Dazu muss man nur wissen, nach was man filtern muss. Dann kann man sagen, ich setze jetzt die Kategorie-ID für die Kategorien, die ich testen will, für die ich sehen will. Ich setze eine User-ID, wenn ich nur die Daten eines bestimmten Users haben will. Diese Konstruktion machen die Module, die in Joomla schon da sind. Wenn ihr euch Articles Latest und Popular, solche Sachen anschaut, dann findet ihr diese Konstruktion. Ich konnte sie aber bei mir nicht brauchen, ich will was anderes. Ich will wissen, in welchen Kategorien hat mein User wie viele Artikel geschrieben. Das kann ich damit nicht abdecken, denn dazu brauche ich eine Kombination von User und von Artikel und Kategorie. Muss da also eine eigene musst du also eine eigene Datenbankabfrage schreiben. Das geht so wie in Joomla generell. Also man holt sich ein Datenbankobjekt, baut dann eine Query auf und in dem Fall, wie ich gesagt habe, ich will
die Kategorie-ID und den Namen der Kategorie, die Anzahl, die Anzahl der Artikel und die mein User geschrieben hat. Also ist eine Datenbankabfrage mit einem Join. Content und Categories kombiniert. So. Das war jetzt eigentlich alles, was ich gebraucht habe. Mein Modul mit etwas CSS dazu in den Media, eine Helperklasse mit einem Datenbankzugriff und das Ganze jetzt noch ausgeben. In diesem Fall habe ich eine Card gewählt. Wir haben ja Bootstrap V4 im Joomla Backend zur Verfügung. Jetzt habe ich eine Card. Im Header steht deine Kategorien. Und dann mache ich eine Liste, die diese Tabelle hier aufbaut. So, fertig. Wenn man jetzt möchte, kann man das auch noch parametrisieren. Ich könnte sagen, ich möchte, dass hier diese Zahlen hier nur für Beiträge, die veröffentlicht sind, die anderen interessieren nicht. Da brauche ich also noch Parameter. Und die Parameter kommen in diese Ladeliste, in unser Manifest-File. Die Parameter kann man selber gestalten oder schlicht und einfach von vorhandenen Modulen übernehmen. Kategories zum Beispiel. Die Kategorie ist ein ganz bekanntes Feld, das braucht man nicht neu erfinden. Was jetzt in der Version 4 aber bei diesen Parametern neu ist, generell und pauschal und nicht nur hier, ist, dass sie gewöhnlich ohne Description geschrieben werden. In der Version 3.9, wenn ihr ein Feld habt und schreibt eine Description dazu, dann kommt so ein Popover über dem Feld, wenn man mit Hover drüber fährt. Das war als Hilfe gedacht, ist aber in der Version 4 entfernt worden, weil es zum einen oft völlig überflüssig war. Wenn ein Feld Name heißt und als Description steht Name, dann ist es einfach lästig. Zum anderen ist es so, dass man mit der Responsibilität Probleme kriegt, denn am Handy gibt es kein Hover. Dort hatten die Leute diese Information also gar nicht gesehen. In der Version 4 ist es jetzt anders gelöst. Wenn dort eine Description steht, ja, da habe ich jetzt gerade einen Fehler drin, aber ist nicht so schlimm. Wenn eine Description dasteht, dann kommt der Text als fester Text, nicht als aufpoppende Sprechblase, als fester Text unter dieses Eingabefeld. Der Sinn der Sache ist, dass man sich normalerweise gescheit überlegen soll, welches Label man hinschreibt. Eine gute Formulierung spart sowieso die meisten Descriptions. Wenn es wirklich eine Description notwendig hat,
dann soll man die auch gescheit überlegen und die erscheint dann immer als fester Text. So, jetzt konnte ich also dieses Modul einfach veröffentlichen und habe es auf dem Dashboard. Ich kann weitere Module schreiben, zum Beispiel hier einfach Text, kann auch ein schönes Bild dazu nehmen. Wenn es funktioniert, das momentan. Es hat vorher nicht funktioniert. Ich kann Module entfernen. Und auf diese Art, Schritt für Schritt, das Dashboard so gestalten, wie jeder Benutzer es haben will und braucht. So, das war jetzt eigentlich meine kleine Demo eines Moduls und jetzt dürft ihr Fragen stellen und der Benjamin beantwortet sie. Applaus